So Leute, wir haben Montag und ausnahmsweise nehme ich mal genau an diesem Tag auf. Mir sind tatsächlich die etwas größeren Booster-Packen ausgegangen, so Pre-Release-Packs, From the Vault war jetzt neulich auch dabei oder irgendwelche Big Boost oder ähnliches. Und aufgrund aktuell auch schwieriger persönlicher Probleme kann ich aktuell ja nichts finden in dieser Richtung, was ich reviewen könnte oder zeigen könnte. Deswegen habe ich bei mir in die Grabbelbox geguckt und habe eine Menge an Sammelsurium an Boostern rausgesucht, die ich noch gefunden habe. Und dieses Sammelsurium werde ich euch jetzt zeigen und langsam mit euch aufmachen. Das sind alles Booster, die kennt ihr schon. Davon habe ich eine Menge auf diesem Channel aufgemacht. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, in 2 Wochen Montag habe ich wieder was an normalen Packs, Pre-Release-Packs, Mana-farbigen Decks oder irgendwas. Jetzt werden wir diesen Stapel an Boostern aufmachen. Zuallererst ein Throne of Eldraine Promo-Pack. Ihr werdet jedes Mal direkt sehen, was als nächstes kommt. Dementsprechend passt das ganz gut. Das Throne of Eldraine Premium Promo-Pack kommt als nächstes. Okay, wir haben erstmal ein normales Promo-Pack. Das kennen ja mittlerweile alle. Na komm. Schön gemacht. Blecki, alles machst du kaputt. So, da ist eine Maus. Freaking Maus. Ja, da ist der Code dahinter. Dann haben wir einen Krenko Zinnstraßenboss. Für ein rotes, zwei farblose, 1-2. Immer wenn er angreift, lege eine plus 1 plus 1 Marke auf ihn und krieg so viele 1-1 Goblin-Spielsteine wieder. Wie die Stärke ist. Okay. Der gläserne Sarg. Ein weißes, ein farbloses Artefakt. Wenn er ins Spiel kommt, wählt ihr eine Kreatur aus Mana Kosten 3 oder weniger. Schickt sie ins Exil, solange wie der Sarg da ist. Und, die ist so hübsch. Bringerin des Schweigens. Ein weißes, ein farbloses 1-2 fliegend Lifelink. Und immer Kreaturen, die ins Spiel kommen oder sterben, also vom Feld auf den Friedhof gelegt werden, lösen keine Fähigkeiten aus. Sehr coole Karte. Eigentlich echt ein cooles Booster, glaube ich. Finde ich. Ich bin jetzt auch mittlerweile ein bisschen raus, was die Preise und so weiter angeht. Deshalb kann ich dazu jetzt aktuell nicht so viel sagen. Gucken wir mal weiter auf Abenteuer. Dann haben wir ein Kayas Zorn. Aha. Zwei schwarze, zwei farblose Hexerei. Zerstöre alle Kreaturen. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Anzahl an Kreaturen, die du. Das? Kreaturen, die du kontrolliert hast, die auf diese Weise zerstört wurden. Wow, was für ein Ding. Ganz coole Karte eigentlich. Dann haben wir eine Kenriffs Verwandlung. Ein grünes, ein farbloses Verzauberung. Wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Und die verzauberte Kreatur verliert alle Fähigkeiten, wird zum grün-grün, zum 3-Mana, zum grünen 3-3 Hirsch. Oh mein Gott, ich denke immer noch an Elche dabei. Deswegen war ich gerade so hart verwirrt von diesem Hirsch. Naja. Und harmonischer Archon, okay. Zwei weiße, vier farblose, 4-5 fliegend. Nicht-Archon-Kreaturen sind 3-3. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2 weiße 1-1 Menschen, was ja auch 3-3 dann sind. Gar nicht mal so bad. Ja, als nächstes Teros. Jenseits des Todes. Gucken wir mal weiter. Dann haben wir einen Avior-Gedankensensor. Ein weißes, zwei farblose, 2-1 aufblitzen fliegend. Und falls ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, durchsucht er stattdessen nur die obersten 4 Karten. Er muss danach trotzdem mischen, das vergessen nämlich viele. Verlockung der Möglichkeiten. 2 Mana, Spontanzauber. Wirf als zusätzliche Karte, um diese Zauber zu wirken, eine Karte ab. Ziehe 2 Karten. Und Thassa's Oracle. Sehr cool. 2 blaue, 1-3. Und wenn sie ins Spiel kommt, schaut man die obersten X-Karten seines Decks an, wobei X die Anzahl an Devoten zu blau ist, und legt sie in beliebiger Reihenfolge zurück aufs Deck. Also eine wird oben drauf gelegt und der Rest. Nee, eine wird oben drauf gelegt, der Rest wird runtergelegt. Entschuldigung, ich habe noch nie gesehen, dass jemand das macht. Weil tatsächlich ist es so, wenn X größer oder gleich der Anzahl an Deckkarten ist, die man hat, hat man das Spiel gewonnen. Das benutzt man meistens. Deshalb, das ist eher selten, dass man das wirklich als Effekt macht. Ja, dann haben wir ein Teros Jenseits des Todes Premium Promo Pack. Danach ein Mystery Booster. So.
Was haben wir hier? Token. Oh, Sorin, gebieterischer Blutfürst. Für ein schwarzes, zwei farblose kommt der dieser Planeswalker mit 4 Marken rein. Eine Kreatur deiner Wahl kriegt, wenn man hier plus 1 macht, Death Touch und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Falls sie ein Vampir ist, lege ein plus 1 Mark auf sie. Sehr cool. Ein weiterer plus 1 Effekt. Immer wenn du kannst einen Vampir opfern. So. Und wenn du dieses tust, fügt der Sorin einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Du hältst 3 Schadenspunkte. Das ist grausam. Und minus 3, du kannst eine Vampir-Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Auch nicht bad. Echt eigentlich ein ganz guter Typ. Dann haben wir ein Streben nach Sinn. Ein blaues, zwei farblose Spontanzauber. Ihr zieht 3 Karten, wirft dann 2 ab, falls ihr keine Verzauberungskarte abwerft. Und Nadir Krake. 2 blaue, ein farbloses, 2-3. Immer wenn ihr eine Karte zieht, könnt ihr einen Mana bezahlen. Falls ihr das tut, legt ihr eine +1/+1 Marke auf die. Und erzeugt einen 1-1 Tentakel-Kreaturenspielstein. Mehr Tentakel braucht das Land. Mehr Tentakel braucht das Land. So, und zu guter Letzt der Mystery Booster. Auch hier kann sehr cooles Zeug drin sein. Mal gucken, was da drin ist. Ich habe schon ewig keine mehr aufgemacht, weil die auch schon ewig schwierig für mich dran zu kommen sind. Genau, da waren immer 2 von jeder Farbe dabei und dann mal gucken. Center Soul against Protection, Type Creature against Protection of a Color of Your Choice, Reborn. Oh, ganz okay. Dann haben wir Promise of Bunray. Ein weißes, zwei farblose aus Masters 25. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, könnt ihr das Ding opfern, um 4-1-1 weiße Spirits zu kreieren. Die war, glaube ich, damals mal rare. Send to Sleep. 2 Mana, ihr tappt bis zu 2 Kreaturen. Und mit Spell Mastery, also wenn ihr 2 oder mehr Instant oder Sorcery im Friedhof habt, enttappt ihn nicht während des nächsten Enttapps. So ist richtig. So, Mystical Teaching. 4 Mana Instant, ihr durchsucht euer Deck nach einer Instant-Karte oder einer Karte mit Flash. Zeigt sie vor, nehmt sie auf die Hand und mischt dann euer Deck. Das Ding hat Flashback für ein schwarzes und 5. Ich hab vergessen, wie teuer das ist. Reckless Imp. 3 Mana 2/2 fliegend, kann ich blocken mit Dash. Schade. Dusk Charger. 4 Mana 3/3 mit Ascendant, also City's Blessing. Und wenn ihr City's Blessing habt, kriegt ihr +2/+2. Inferno Fist. 2 Mana enchantet ihr eine Kreatur. Die enchantete Kreatur kriegt +2/+0. Und für 1 Mana könnt ihr die opfern, um einer Kreatur dem Spieler 2 Schaden zu zufügen. Okay, ist gut. Fury Charm. 2 Mana Instant. Ihr zerstört ein Artefakt. Eine Kreatur kriegt +1/+1 und trampelt bis zum Ende des Zuges. Oder ihr nehmt 2 Zeitmarken von einer suspendierten Karte runter. Rose Thorn Hellbard. Das finde ich so krass, dass da Eldraine-Karten drin waren. Das Set kam irgendwie einen Monat nach Eldraine oder sowas raus. Gefühlt jetzt. Ich weiß es nicht genau gezählt, aber... Für ein Grün ist eine Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+1 und ihr könnt für 5 equippen. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Nicht-Human-Kreatur damit ausrüsten. Archons Web. 3 Mana verzaubert in der Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen, nicht blocken oder aktivierte Fähigkeiten benutzen. Wenn die verzauberte Kreatur eine Stärke hat von 4 oder höher, also zu Beginn jedes Endsteps, wird die zerstört. Dann unser Multicolor ist Hypno-Sizzle. Hypo the Sizzle? Keine Ahnung. 5 Mana Instant, ihr zieht 2 Karten, dann könnt ihr eine Nicht-Landkarte abwerfen. Wenn ihr das tut, fügt diese eine Kreatur 4 Schaden zu dieser Karte. Auch nicht schlecht. So, unser Artefakt ist Etched Oracle. 4 Mana 0-0 Sunburst, ihr könnt für 1 Mana 4 Marken von dem runternehmen, um einen Spieler 3 Karten ziehen zu lassen. Und? Was bist du denn? Yoshi Apprentice. 2 Mana 1-2, für 3 Mana tappen, zieht ihr eine Karte. Wenn ihr 9 oder mehr Karten auf der Hand habt, flippt ihr den. Wir flippen den. Und für 5 Mana tappen, zieht ein Spieler eurer Wahl X Karten, wobei X die Anzahl an Karten in eurer Hand sind. Das ist ziemlich mächtig. So, dann haben wir ein Adeptor's Gnell. Glocke des Schuldgeläutes oder sowas. Für ein Weiß oder Schwarz, ein Weiß oder Schwarz, ein Weiß oder Schwarz und 4 Mana. Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungssegments könnt ihr eine Kreatur aus eurem Friedhof auf die Hand
Nee, ins Spiel bringen. Ins Spiel. Auf die Handwerkhacke. Ins Spiel ist gut. Und unsere Foil ist Burning Inquiry. Sehr cool. Für ein rotes, jeder Spieler zieht 3 Karten und wirft danach 3 Karten at random ab. Ja, das war jetzt ein kleines Sammelsurium an Restboostern, die ich noch habe. Auch meine Booster-Videos sind etwas schwierig und deshalb durch sowas auch natürlich angegriffen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, Alexei. Ciao, ciao.